Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des schnellen und leicht verdienten Geldes. Hier bin ich wieder, Thorsten Tiedt, der schnelle Weg zum Reichtum. Ja, ist natürlich ein Witz. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Reich kannst du damit eventuell auch werden, aber es wird ein paar Jahre dauern. Ja, die letzte Aktienanalyse ist schon ein bisschen her. Wir fühlen in diesem Video Waste Management auf den Zahn. Wir haben uns vor 2 Wochen Siemens angeschaut, aber ich habe nur ein mäßig schlechtes Gewissen, denn ich habe zwar nichts gemacht, aber 26 andere Analysten, ich abgezogen, die haben ja weiterhin fleißig Aktienanalysen veröffentlicht und die sind ja alle frei zugänglich hier im Verzeichnis der frei zugänglichen Aktienanalysen auf meiner Webseite aktienfinder.net. Hier findest du das Ganze. Außerdem bin ich für euch anderweitig tätig gewesen und ich habe ja keinen Weg gescheut, um mich für euch einzusetzen. Unter anderem bin ich im Weltraum gewesen und falls du das nicht glaubst, hier siehst du es. Hier ist der Fotobeweis, das ist mein Gesicht. Und was habe ich im Weltraum so getrieben? Ich habe einen neuen Datenprovider integriert. Das siehst du hier, Powered by FactSet, boosted bei Aktienfinder.net. Das heißt, weiterhin berechnen wir die wesentlichen Kennzahlen selbst, beispielsweise das KGV, um es besser zu machen, wie es in der Finanzindustrie der Fall ist. Mein Name Thorsten Tiedt und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net, falls es noch nicht ganz rübergekommen ist. Und schauen wir uns jetzt in diesem Video Waste Management an. Das Ganze bewegt sich in der Peripherie der Bestseller Challenge. Das sei kurz an dieser Stelle erwähnt. Im nächsten Video werden wir uns Honeywell zu Gemüte führen und dann auch noch gleichzeitig abstimmen, welche Aktie da im Rahmen der Bestseller Challenge das Rennen macht. Das aber, wie gesagt, nur am Rande. Ich habe hier auch einen Blogbeitrag parallel dazu veröffentlicht: Investieren in Müll. Also, falls ich zu schnell rede, zu sehr nuschel oder irgendwas vergessen habe oder du einfach lieber liest als Videos zu schauen, kannst du hier dann gerne meinen entsprechenden Blogbeitrag anschauen. Falls du selbst analysieren möchtest im Aktienfinder, hier sind wir drinnen, kannst du schon als freies Mitglied relativ viel machen. Damit du alles machen kannst, brauchst du die Vollmitgliedschaft. Die gibt es übrigens umsonst im Rahmen hier von dem Starterpaket. Das suchst du dir ein Broker hier deiner Wahl aus und dann gibt es auch 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder dazu. Deshalb Starterpaket, denn um Online-Broker kommt man nicht drum rum, wenn man in Aktien investieren möchte. Und dann gibt es hier auch noch gleich die Vollmitgliedschaft obendrauf. Gut, jetzt aber mal hier zur eigentlichen Aktienanalyse von Waste Management. Ich habe hier extra im Aktienfinder ein Maxwell gemacht mit dem wohlklingenden Namen Müll. Und das sind jetzt 3 Aktien drin. Waste Management ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Die machen ihre Umsätze zu rund 95% in den USA, bisschen auch in Kanada. Sind da Abfallwirtschaft tätig. Die machen ja aus Müll Geld, aber das ist keine Alchemie. Und das heißt, sie entsorgen oder sie leeren im Prinzip den Müll. Karren den Müll mit einer eigenen Fahrzeugflotte aus den Containern oder in Container in Zwischenlager und aus den Zwischenlagern dann in Endlager. Teilweise wird der Müll auch recycelt oder für die Energieverwendung verwendet, sprich auch verbrannt teilweise und an Gasturbinen mit angetrieben. Und so verdient Waste Management dann sein Geld. Wir werden uns jetzt anschauen, ob Waste Management als langfristiges Investment in Frage kommt. Wir werden uns anschauen, ob die Dividende sicher ist. Wir werden uns anschauen, ob die Aktie günstig oder teuer bewertet ist. Und am Ende werde ich sagen, ob die Aktie aus meiner Sicht ein Kauf ist. Ich selbst bin nicht in Waste Management investiert. Dann holen wir auch hier aber noch kurz einen Disclaimer hin. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. So. Es gibt noch andere Unternehmen aus den USA, Republic Services, die Nummer 2 oder Waste Connections aus Kanada, die ebenfalls in der Abfallwirtschaft tätig sind. Wir konzentrieren uns hier jetzt rein auf Waste Management. Übrigens sind die Dividendenkennzahlen relativ oder fast identisch zwischen Republic Services und Waste Management. Wenn du es mal anguckst hier, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote, sogar Jahre der Dividendensteigerung ist sehr identisch. Du kannst die beiden Aktien dann selbstständig im Aktienfinder analysieren.
Also Frage Nummer 1, ist Waste Management ein langfristig erfolgversprechendes Investment? Dafür schauen Sie einfach mal die Gewinnentwicklung an. Verläuft sie von links unten nach rechts oben? Oder sinken die Gewinne im langfristigen Zeitverlauf? Dann würde ich hier mal die Finger davon lassen als konservativer Investor. Hier sehen wir, dass die Gewinne und die operativen Cashflows prinzipiell steigen. Das ist schon mal gut. Was mir noch aufgefallen ist, das ist, dass der operative Cashflow stabiler wächst, verläuft, als der bilanzierte Gewinn. Der hat insbesondere hier in 2013 mal einen Einbruch. Habe ich nachgeschaut, was das war. Da gab es Abschreibungen auf mehrere Mülldeponien und auf eine Tochtergesellschaft, die mittlerweile veräußert wurde, also nicht mehr zum Waste Management Konzern gehört. Waste Management selbst, der Mantel, der Konzern, der nicht operativ tätig ist, operativ tätig sind die ganzen Tochtergesellschaften. Und hier hat einen ein Problem gemacht und die ist jetzt aber auch verkauft worden. Dass der bilanzierte Gewinn etwas ruckliger verläuft als der operative Cashflow, das siehst du auch hier anhand von Kennzahlen, selbstverständlich selbst berechnet. Hier die Stabilität des Gewinns liegt bei 0,72, Maximalwert ist 1, ist schon nicht schlecht. Du siehst aber, dass die Stabilität des Cashflows bei Waste Management deutlich höher ist, der liegt bei 0,91. Das ist im Prinzip in Kennzahlen das ausgedrückt, was du hier optisch siehst. Noch interessant, Umsatz, die Entwicklung von Umsatz und Margen, weil hier gibt es doch unterschiedliche Margen, aber ich habe jetzt mal nur die operative hier eingeblendet, weil daraus sozusagen der Gewinn entsteht aus dem Umsatz und dem, was quasi vom Umsatz her hängen bleibt, das sind ja die Margen. Die Margen an sich sehr stabil, sieht man hier auch optisch, momentan auf einem Allzeithoch oder nahe eines Allzeithochs bei ungefähr 18%. Sie waren mal niedriger bei 13,5% im Tief in 2,4, dann hier auch nochmal etwas niedriger in 2,12. Aber in Summe würde ich sagen, doch hier recht stabil. Das heißt, ein ja berechenbares Geschäft, was Waste Management hier betreibt. Die Umsätze, die wachsen im Zeitverlauf auch. 2,1 gab es 11,3 Milliarden Umsatz, mittlerweile sind es 15,5 Milliarden Umsatz knapp. Ab und zu gab es hier mal so kleine Einschläge, hat dann insbesondere aber auch mit dem Verkauf von Töchtern beispielsweise zu tun und weniger mit dem operativen Geschäft. Also in Summe relativ stabiles Geschäft, was hier betrieben wird, und als langfristiges Investment könnte die Aktie durchaus in Frage kommen, denn wir haben ja langfristig gesehen steigende Gewinne und steigende Cashflows. Du weißt, nur wenn die Gewinne langfristig steigen bzw. die Cashflows, dann wird auch die Aktie mehr wert, weil das Unternehmen mehr wert wird. Kommen wir mal zur Dividende, ob die Dividende sicher ist. Dazu schauen wir uns erstmal die Dividende überhaupt an. Das siehst du hier. Aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,7%. Leider nicht sehr viel im historischen Vergleich. Wären wir in 2012 eingestiegen oder so, hätten wir teilweise 4,4% gekriegt. Dividendenrendite auf den Einstieg. Die Dividende ist im Zeitverlauf gestiegen. Die war in 2012, lag sie bei 1,42 US-Dollar. Momentan kriegst du 2,05 Dollar, also mehr als in 2012. Trotzdem ist die Dividendenrendite gesunken. Hat ja immer die gleiche Ursache, weil der Aktienkurs noch stärker gestiegen ist als die Dividende. Deshalb ist die Dividendenrendite gesunken. Gucken wir jetzt aber erstmal an, ob die hier ruckelt ein bisschen. Das ist das OBS-Phänomen bei mir, wenn ich aufnehme. Gucken wir jetzt mal, ob die Dividende sicher ist. Dazu blenden wir hier mal die Dividende ein, dann den freien Cashflow. Und dann sehen wir, dass die Dividende durch den freien Cashflow gedeckt wird. Freier Cashflow nehmen wir deshalb, weil es die tatsächlichen Geldflüsse erstmal sind ins Unternehmen. Und es ist der Cashflow und der freie Cashflow abzüglich Investitionen. Das ist das Geld, was überbleibt, um es über Dividenden wieder auszuschütten an die Aktionäre. Und hier sehen wir auch schon rein optisch, dass hier noch eine Menge Luft ist. Das heißt, die Dividende scheint nicht in Gefahr zu sein, auch nicht, wenn wir nach den Prognosen gehen. Ganz im Gegenteil, scheint hier noch Luft zu sein für weitere Dividendenerhöhungen, wovon ja auch die Analysten ausgehen. Die Ausschüttungsquote sehen wir hier, liegt bei knapp 50%, also soweit alles im grünen Bereich. Halten wir fest, die Dividende scheint sicher zu sein. Gehen wir dann mal zur Bewertung und gucken, ob die Aktie fair bewertet ist. Dazu gibt es hier die dynamische
Aktienbewertung, so nenne ich das Ganze. Und die ist recht einzigartig. Gibt nochmal was von Fast Graphs, aber die hier, die kann parallel auf einmal mehrere faire Werte bestimmen. Und zwar basierend auf dem operativen Cashflow, dem bilanzierten Gewinn und der Dividende. Was ich ganz spontan mal gemacht hatte am Anfang, das war, ich habe diesen Bewertungszeitraum hier genommen und habe dann basierend auf diesem ausgewählten Zeitraum mit durchschnittlichen KGV, KCV, also Kurs-Cashflow-Verhältnis, durchschnittliche Dividendenrendite ausgerechnet und daraus basierend auf dem heutigen Gewinn, Cashflow und der Dividendenrendite bestimmt, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Und wenn wir das machen, wir sehen hier ein KGV, ein durchschnittliches von 19,6, KCV 8,7 und die durchschnittliche Dividendenrendite lag bei 2,9. Und wenn wir jetzt den aktuellen Gewinn multiplizieren, Gewinn pro Aktie multiplizieren mit 19,6, das wäre dann der faire Wert Gewinn. Den operativen Cashflow momentan von 8,54 mit 8,7, da hätten wir den fairen Wert basierend auf operativen Cashflow. Und die Dividendenrendite, den Kurs, der bei 2,9% eine Dividendenrendite von 2,9% geben würde, bei einer Dividende von 2,5, das wäre der faire Wert Dividende. Wenn wir das machen, dann können wir hier ermitteln, ob die Aktie günstig oder teuer bewertet ist. Basierend eben auf diesem Zeitraum, gucken wir mal, legen wir mal die fairen Werte drüber und dann siehst du, dass der faire Wert irgendwo bei 74, basierend auf dem bilanzierten Gewinn bei 85 US-Dollar liegen würde, der aktuelle Aktienkurs aber bei 120 US-Dollar liegt. Das heißt, die Aktie ist dann ganz klar überbewertet, recht deutlich sogar. Was ich jetzt erstmal zeigen möchte, ist, dass der bilanzierte Gewinn oder der Fairwert Gewinn, der schwankt teilweise relativ stark, hat damit zu tun, dass der Gewinn pro Aktie eben relativ stark steigt, jedenfalls in diesen Jahren hier. Wir haben ja gesehen, dass der Gewinn, bilanzierte Gewinn instabiler, unzuverlässiger sich entwickelt als der operative Cashflow. Deshalb würde ich den einfach ausblenden und nicht berücksichtigen. Bleiben zwei faire Werte hier erhalten. Und die wären sogar noch ein bisschen niedriger, dann lege der faire Wert hier bei 74 US-Dollar. Jetzt kann man aber sagen, oder man kann diese Berechnung des fairen Werts kritisieren. Man kann sie als nicht repräsentativ erachten, wenn man sagt oder berücksichtigt, dass gerade der operative Cashflow ja deutlich stärker angestiegen ist in den letzten Jahren, hier seit 2015, viel stärker jedenfalls als zuvor. Dann könnte man argumentieren, dass Waste Management jetzt auch mehr wert ist, weil eben die Cashflows schneller steigen. Und wenn wir uns dieser Argumentation anschließen, dann können wir die Bewertung ändern, beziehungsweise den Bewertungszeitraum ändern. Das macht man relativ einfach. Blenden wir hier auch den operativen Cashflow mal ein. Dann würde man den Bewertungszeitraum ab 2015 nehmen und würde jetzt die Multiples ausrechnen und dann erhöhen sich zum Beispiel KGV von 19 auf knapp 25, KCV von 8, noch was auf 11,2 und die Dividendenrendite wäre gesunken. Gucken wir jetzt nochmal, wo die fairen Werte sind. Die sind hier faire Wert KCV und Dividende, zoomen wir ein bisschen ran und dann sehen wir, dass die Aktie jetzt ungefähr 95 US-Dollar wert wäre, basierend auf den letzten Ist-Zahlen, die letzten vier Quartale, die auch im Aktienfinder nochmal explizit abgebildet werden, nicht nur die vollen Geschäftsjahre ist und soll, nein, nicht soll, prognostiziert, sondern auch die letzten vier Quartale, da wäre dann die Aktie 95 US-Dollar wert. Wäre also immer noch eine klare Überbewertung der Aktie, auch basierend aufs nächste Geschäftszeit hätten wir immer noch eine Überbewertung, das würde der operative Cashflow und auch die Dividende steigen, sodass dann die Aktie mehr wert wäre. Dann wäre sie ungefähr 106, 105 US-Dollar wert, liegt halt immer noch über den 120 US-Dollar. Das heißt also kurz- und mittelfristig ist eher dann damit zu rechnen, dass die Aktie zurückkommt, insbesondere oder der Aktienkurs zurückkommt, insbesondere im Fall einer Börsenschwäche. Die Aktie ist überbewertet, beziehungsweise scheint überbewertet. Das ist das Ergebnis von dieser dynamischen Aktienbewertung hier. Was noch interessant ist, ist vielleicht dir auch schon aufgefallen, das ist, dass der operative Cashflow sinken soll. Das mag verwundern, also erst steigt er und dann scheinen die Analysten zu wissen, dass im Vergleich, also dass in 2021 irgendwas nicht so laufen soll, dass der operative Cashflow sinkt. Das ist
nicht wahr, also Sie wissen es nicht, Sie haben keine Glaskugel, genauso wenig wie ich, und ich möchte dir zeigen, wie das zustande kommt. Die Schätzungen, Prognosen sind ja ebenfalls von FactSet. Ich habe hier ein bisschen mehr Einblicke und habe das auch im Blogbeitrag erwähnt, und zwar hier unten. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass in 2021 oder dass für 2021 nur noch 2 Analysten schätzen, bis 2020 sind es 4 Analysten. Und wir haben bei den Analysten einen Miesepeter, der schätzt immer relativ tief und der ist immer noch bei diesen 2 Analystenschätzungen dabei. Und weil es jetzt nur noch 2 Analystenschätzungen sind, anstatt 4, hat dieser Miesepeter mehr Gewicht am Durchschnitt und auch am Median und der zieht damit die komplette Schätzung nach unten. Und deshalb geht hier, jetzt sind wir im Starterpaket, hier sind wir wieder richtig, geht hier dann der Durchschnitt bzw. den Median benutze ich hier auch nach unten. Und was solltest du dann in diesem Fall machen? Ignoriere einfach die Schätzung, die ganz außen liegt, falls sie wieder nach unten geht. Das weiß kein Mensch. Und es hat dann eher die Bewandtnis, dass die Anzahl der Analysten sich reduziert hat. Und wie in diesem Fall einfach. Also ignoriere eine Prognose, die in der ferneren Zukunft wieder nach unten geht. Das Beste, was du tun kannst. Halten wir fest, also Waste Management aus meiner Sicht erstmal ein langfristig erfolgversprechendes Investment, weil die Gewinne bzw. operativen Cashflows langfristig gesehen steigen. Die Dividende ist sicher, das ist gut. Schlecht ist, dass die Aktie sportlich bewertet scheint. Und jetzt meine Sicht der Dinge, ich würde die Aktie nicht kaufen, weil diese Kombination aus relativ gemächlichem Wachstum, das sehen wir auch hier in den Kennzahlen, das Gewinnwachstum hier, es soll erstmal stagnieren, der Gewinn im laufenden Geschäftsjahr. Hier auf 10 Jahre bezogen 8% im jährlichen Mittel. Aber momentan hier dann doch eher eine Stagnation wieder wird erwartet. Und also in Summe, man sieht es auch hier schön, relativ schön am Umsatz. Der wächst zwar, aber moderat, und die Margen, die sind doch eher stabil, was ich ja positiv erstmal als positiv bewertet habe. Aber es führte eben nicht zu einer Steigerung des Umsatzes. Wir haben dann beziehungsweise des Gewinns, wir haben noch Aktienrückkäufe, kann ich noch dazu sagen, ungefähr 2% im Jahr in den letzten Jahren. Das boostet dann nochmal ein bisschen den Gewinn pro Aktie. Nichtsdestotrotz, bei Waste Management wachsen die Bäume nicht in den Himmel bezüglich der Gewinnentwicklung. Kombiniert das Ganze mit, also mäßig wachsende Gewinne mit einer sportlich bewerteten Aktie. Und da würde ich sagen, da ist erstmal nicht allzu viel zu holen, kurz- und mittelfristig. Deshalb würde ich momentan nicht einsteigen in Waste Management, auf jeden Fall nicht über einen Einzelkauf der Aktie. Anders sieht es vielleicht aus mit Aktiensparplänen. Falls dann die Aktien hier korrigieren sollte, dann kaufst du ja verbilligt weiter und verbilligst deinen Einstandskurs. Das könnte man noch eher machen, aus meiner Sicht. Gut, dann wären wir am Ende angelangt der Waste Management Aktienanalyse. Dann, falls du eine andere Meinung hast, schreib das gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich da über einen regen Austausch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Aktienanalyse mit Honeywell. Ciao!